Heute geht's weiter. Nummer 15. Nein, heute bin ich jetzt nicht wortfaul. Heute bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Denn so langsam würde ich gerne fahren wollen. Nein, geht natürlich nicht, weil bis zur 24 ist noch ein weiter Weg. So, jetzt haben wir Teil Nummer 15. Schauen wir hier. 15, 15, 15, 15 ist hier. Ich würde mal sagen, so wie das aussieht, haben wir ein Rad. So, da müssen wir auch wieder aufpassen, wie rum. Das lässt sich aber ganz gut managen, indem man auch auf die anderen Räder guckt. Denn die Laufrichtung sollte schon irgendwie identisch sein. So, dann haben wir das hier drauf. Ich zeige es euch mal, wie ich es drauf gemacht habe. Wenn ich es andersrum drehe, dann würde das nicht passen. Also wir haben hier andere Laufrichtung in die Richtung und in der Richtung andere. Also wenn man es auf der anderen Seite macht, dann hat es natürlich die andere Laufrichtung. Bloß mal so am Rand. Jetzt ist mir das auseinandergegangen, weil es noch nicht verschraubt ist. Also ich habe noch nicht gesehen, dass ich verschrauben soll. Jedenfalls kommt das Rad jetzt auf den Adapter drauf. Und dann sind wir hier mit dem Schritt fertig. Ich muss echt mal gucken, bis jetzt sollten wir keine Schrauben nehmen, ob wir die später dran nehmen und ich mich bloß geirrt, oder früher dran nehmen und ich mich bloß geirrt, oder ob wirklich wir jetzt schon hätten schrauben sollen. Aber Anleitung sagt nicht schrauben, bisher zumindest. So, das war jetzt Nummer 15.